Genau, hervorragend, oder? Sensationell. Es geht live. Live. Seid mir gegrüßt. So. Und ha, das ist ja ein Traum. Wieso kriege ich das hier denn nie weg? Das versteht doch auch keiner. Und warum kann ich das nicht löschen? Versteht auch keiner. Also, wir müssen hier wieder rüber. Da muss ich doch hin. Dann geht es auch. Und dann startet auch das Spiel. So. Läuft er auch? Da ist er, der RTL Sport. Und wir gehen raus. So, hallo, hallo. Was gucken wir denn da? Da ist er doch. Und Saisonbeginn. Es geht weiter. So ein Spaß. Hervorragend. Cheers, noch kurz stärken und dann wild. Guten Abend und schaut mal, ich habe jetzt über den Held der Steine einen kleinen Chat in den Stream reingepackt. Das ist jetzt der erste schnelle Versuch. Easy. Mir gefällt das noch nicht so richtig. Aber es steht nebendran und wenn ich das jetzt richtig sehe, könnt ihr trotz Vollbild oben in dem schwarzen Bereich einfach was lesen. Oder? Läuft das so? Sehe ich nur das oder seht ihr das auch? Dass es da drin läuft? Kanallogo ist erkennbar, genau, das Kanallogo ist blau. Wir machen das nach und nach. Chat ist da drin, nur die Auflösung, die ist mies, oder? Geht es nur mir so oder ist die Auflösung da drin nicht so richtig scharf? Vielleicht ist es nur ein OBS so oder irgend sowas, bin ich mir nicht 100% sicher, aber ja, genau, richtig. So, pass mal auf, wir spielen jetzt einfach ein bisschen mit dem BM. Mit dem BMH kenne ich mich aus. Den Rest kriegen wir Stück für Stück hin. Ne? Stück für Stück, ganz in Ruhe. Und jetzt gucken wir mal, Saisonbeginn. Übrigens, wir sind jetzt ein Erstligaverein. Ich weiß, das war mir im Herzen schon die ganze Zeit, aber jetzt sind wir es auch tatsächlich. Wir sind aufgestiegen, wir haben kündbare Werbeverträge, die sind so bei 120.000. Ich überlege, aber für 12 Monate. Das Problem ist, wenn wir innerhalb von 2, 3 Monaten das nicht haben, den 20.000 Werbevertrag, dann haben wir ja schon irgendwie bald wieder einen kompletten Monat vergeigt. Ja? Und, aber vielleicht lauert ein 150er da. Aber wisst ihr was? Wir sind jung, wir brauchen das Geld. Schnapp. Jetzt haben wir den da laufen und hier haben wir 24 neben. Der ist zu wenig. Hier mit ein paar 29, aber haben wir gesagt, 30 ist unsere Schallgrenze. Das heißt, hier sind wir bereit. Hat eine schöne Verzögerung gerade noch. Warum eigentlich? Bitrate konstant wie immer. Fragt mich nicht, warum es eine Verzögerung hat. Und wir gehen mal ins Stadion. Da haben wir einen Ausbau laufen. Noch 29 schlanke Wochen. Hervorragend. Bis dahin haben wir 19.000 Plätze. Gleichzeitig bekommen wir in 2 und 3 Wochen unsere Flutlicht- und Anzeigetafel. Das sieht schön aus. Hier im Panorama haben wir noch gar nichts gemacht. Das müssen wir auch noch angehen. Und die Stadiondaten sagen uns, wir brauchen 10.000 Zuschauer. Das wird ja wohl ohne Probleme klappen. Wir haben natürlich einen maximalen Kredit am Start, voll ausgereizt. Wir haben den auch erst 2 Monate abgezahlt. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich einen Finanzrahmen. Hier war nichts Spannendes für uns dabei, was wir uns leisten können. Das heißt, wir können auf Anstoß gehen. Und Leverkusen Supercup-Sieger, Zwerchverpflützung, Flutlichtmasten sind fertig und wir spielen gegen Rostock. Unsere Mannschaftsstärke ist aktuell 72. Das ist. Oh, die Liga ist aber generell schwach. Guck mal, die stärkste Mannschaft mit 94. Das ist echt wenig. Was ist denn hier los? Hier unglaublich viel 70er. Krass. Normalerweise gibt es ein breiteres 80er Mittelfeld. Müssen wir mal gucken. Grüß Gott, guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Super gut. Und wir gucken mal, wie sieht es bei uns auf mit der Ausstellung? Warum sind wir so schwach? Ah, der Duffy. Ah, okay, wir haben dieses breite Fünfer Mittelfeld, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Gut, gucken wir bei der Werbung mal rein. Das ist 133er. Ey, da könntest du doch wirklich hier direkt, na egal. Wie sieht es hier? 137, den nehmen wir. 35, den nehmen wir. 30 ist ein bisschen schwächlich. Ach komm. Aber wir haben nur ein paar zu kündigen. Nehmen wir 30er mit. Wir haben gesagt, 30 nehmen wir mit. Was soll das? Was zwischen Chat und deinem dargestellten Chat vergehen 14 Sekunden? Souverän. Ja, ich habe aber auch keine Ahnung, ob das, was ihr da schreibt, dann das, was da ist, das gleichzeitig. Ich kenne mich doch nicht aus. In die Bundesliga bin ich heute Nachmittag. Heute, also, heute Abend war das ja eigentlich auch schon, gell, so am sehr, sehr späten.
sind wir weitergegangen. Und unterbrochen gute Laune hat, man macht schöne Dinge. Man lässt sich nicht ärgern von Leuten, die meinen, dass sie schlechte Laune verbreiten müssen. Einfach ignorieren so Leute. Man macht sein eigenes Ding, man macht es gut und man hat Spaß dran. Man merkt auch, was man Spaß hat und das macht man einfach. Und die Taktik steht, ich würde sagen, es ist ein Heimspiel. Wir gucken mal, ob Rostock die Bude voll macht, oder? Der Meinung bin ich auch. Und los geht's. 17.300, dann passt der Eintrittspreis doch. Jetzt gucken wir mal, dass wir in diese Saison gut starten und das machen mit einem frühen Tor. So gefällt mir das doch am besten. Ein Heimspiel gegen einen stärkeren Gegner mit einem frühen Tor beginnen ist immer eine schöne Sache. Ich sag's. Ja, dreimal live heute, richtig. Weil am Abend habe ich gedacht, kann ich ja mal ein bisschen weiterspielen. Und ich habe, sehr gut, ich habe Spaß wieder gefunden am Bundesliga-Manager-Hattrick. Ah, der Fink. So ein Glück, dass wir den nicht verkauft haben, oder? Es war so knapp davor. Fast hätte man abgegeben und gegen den Kahn getauscht, obwohl das wahrscheinlich kein schlechter Tausch gewesen wäre. Und leider sind wir nicht Tabellenerster, weil Dortmund und Köln und 60 und Hertha hoch gewonnen haben. Aber wir sind ganz klar auf UEFA-Cup-Kurs. Also was sollen wir tun? Wir sind doch von da oben überhaupt nicht mehr wegzudenken, würde ich sagen. Bei jedem Livestream dabei ist sehr tapfer. So, wir sind jetzt sogar im Besitz einer Anzeigetafel. Und ich meine, was haben wir jetzt für ein cooles Stadion? Das kleine Mistfeld da drin. Wir müssen jetzt mal ausbauen. Ich glaube, ab 25.000 oder 30.000 wird es ein bisschen größer. Genau, die Maus ist fertig. Nun zurück. Und hier sind sie immer noch. 25 Wochen. Ach du dicke Seite. Darf ich gar nicht mehr gucken. Es wird vor der... vom neuen Jahr wird es ja schließlich nichts mehr. Kurz mal bei den Erfolgen geguckt, weil jetzt sind wir hier natürlich hochgesprungen. So sieht es doch schön aus, oder? Renk nach oben. Ich würde sagen, wenn wir am Ende der Saison Fünfter sind, dann haben wir alles erreicht. Ich halte mich mal zurück. Wie ist die Lage der Nation? Großartig. Großartig, es ist alles sensationell. Aber den Verletzten haben wir auch wieder zurück. Das heißt, wir sind jetzt in Top-Besetzung. 77. Wir hatten aber schon mal 80er-Stärke, ich erinnere mich. Wir hatten schon mal eine 80er-Stärke. Kurz mal bei der Werbung gecheckt, da ist nichts. Stadion sind wir immer noch gut dabei. Wir brauchen nur noch 9.400 Leute. Wir könnten echt mal anfangen, Geld zu verdienen. Das müssen wir auch, damit wir uns noch mal ein paar Spieler noch leisten können, damit wir mal in die Spitzengruppe der Liga stoßen können. 61er brauchen wir echt überhaupt uns nicht mehr angucken. Also bei 80 fängt es an, aber bei aller Liebe, drunter gehen wir nicht mehr. Freiburg 86. Freiburg ist amtierender DFB-Pokalsieger und UEFA-Cup-Teilnehmer. Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Das könnte bitter werden, aber guck mal, es ist ein Auswärtsspiel. Frühe Verletzung bei Freiburg. Eckball ist nicht gut. Sehr souverän gehalten. Lang gemacht, Brockel bei der Ecke. Das ist es, das fast. Brockel versucht sein zweites Mal. Ei. Freunde, jetzt muss das Ding aber auch langsam hier mal klingeln. Oh, Butt-Freistoß. Hier, das wird ein souveränes 0:0. Ich wäre sehr dafür. Souveränes 0:0 gegen den Pokalsieger. Wie ist das? Seid ihr auch der Meinung, dass das fantastisch war? Ich auch. Und wir sind einen Platz gestiegen. Wir sind immer noch ohne Gegentor. Das bleibt auch so. Also, und jetzt direkt gegen 60, den Tabellennachbarn. Und Smartphone. Nein, es läuft ganz brav übers Kabelnetz, wie heute Spätnachmittag auch. Und läuft wie die 1. Immer noch keine ausgelassenen Frames. Wir sind gut dabei. Keine Auslastung. Bandbreite ist nicht mal zu 10% ausgenutzt. Ach ja, gut, was soll's. Wie sieht's aus? Was wollten wir tun? Speichern. Und genau. Spielt Minecraft sehr gut. Du kennst dich mit Fußball nicht aus. Ja, ich weiß nicht. Weltklasse spielen wir, ist doch vollkommen klar. Heute Morgen haben wir 3 Stunden, glaube ich, gemacht, oder? So drei. Also am Anfang die Schwierigkeit und dann 3 Stunden tatsächlich. Heute Nachmittag war ich keine 2 Stunden, glaube ich, online. Das war ganz entspannt. So, jetzt räumen wir mal 60 weg. Volle Hütte, 19.000, bestes Wetter. Und mal gucken, ob wir unsere Siegesserie zu Hause von einem Spiel ausbauen können. Hast du drin. Ja, fabulös, fleißiger Held. Genauso bin ich. Brockel, Freistoß, der ist ein... Ach, ein Freistoßheld. Und direkt die Ecke vom Beck hinter. Super, 2:0. Und so lassen wir es. Genauso lassen wir es hier. 3:0, okay, hoch können wir noch. Und, was machen wir hier noch? Was ist denn das? Fleißball, Tolo, sorry, ja, genau. Hier 3:0. Wieder hier. Weiße Weste, ohne Ende weiße Weste.
Das klappt doch wie die Eins hier. Ich würde sagen, die Tabellenführung ruft bald. 5 zu 0. Gut, Dortmund hat es mit 14 zu 0 ein bisschen souveräner gemacht als wir, aber ich finde das 5 zu 0 auch schon fabulös. Wir haben reißenden Abstand zu den Fanartikeln gemacht. Ich bin aber überlegen, ob ich es mich traue, nochmal in die Fanartikel zu investieren. Ja, einmal machen wir noch, weil wenn wir jetzt, und ich meine ganz ehrlich, wir sind Schalke, weiß ich nicht, wo Schalke steht, wo steht denn Schalke? Schalke, Achter. Mich würde mal, ich meine, wir sind schwach, 77er Stärke, damit reißen wir gar nichts. Da gibt es auch mal eine Serie von Niederlagen. Jetzt gibt es auch mehr 80er Vereine schon. Da muss man halt mal ein bisschen vorsichtig sein, ob man sich noch traut, das Geld zu investieren, weil irgendwann gibt es es halt nicht mehr zurück. Aber bis dahin sind wir noch tapfer dabei. So, ich gucke mal, ob sich noch ein 99er Spieler hier irgendwo versteckt. Nein. Das heißt, wir machen Rostock nieder, oder? Super hinbekommen mit dem Chat. Danke sehr. Oder? Funktioniert auch so gar nicht so schlecht. Es ist nicht perfekt, glaube ich noch. Also da könnte man noch ein bisschen was dran drehen, aber so einfach mal so für den ersten schnellen Moment, weißt du, es ist, manchmal muss es halt schnell und dreckig gehen. Ja, und dann ist es halt so. Und dann passt das. Und dann gehen wir mal auf den Anstoß, würde ich sagen. Und DFB-Pokal zweite Runde ruft, oder? Letztes Mal haben wir es nicht geschafft. Diesmal versuchen wir es. Und ach so, du schreibst jetzt hier in Englisch, damit ich dann ja, das ist nett von dir. 19.000 volle Hütte Pokal, ich sag, Elfmeter in der ersten Minute. Ja, es gibt das Fußballstadion doch von es Old Trafford gibt es, aber nicht im Lego-Maßstab. Das ist auf Miniatur. Ey, können wir dich mal bitte in der 60. Kante? Ich muss hier direkt mal. Sag mal, wir haben eine Chance erst gehabt. Es ist Pokal. Ihr müsst doch mal ein bisschen Druck machen, Freunde. Komm, gehen wir hier schon wieder raus. Was? Oh, da sind wir wieder. Hier. Doppelschlag. Aha. Sang- und klanglos. Leverkusener Bauch, erste Runde gegen Hamburg raus. Zack, weg sind sie. Schalke auch in der Verlängerung. Wieso haben die eine 94er Durchschnittsstärke? Seit wann hat, was hat, warum hat ein Schalke auf einmal eine 94er Durchschnittsstärke? Hat Schalke geschafft oder Greuther Fürth? Greuther Fürth, zack, in der ersten Runde Schalke rausgeprügelt. Ich hätte gerne den DFB-Pokal aber jetzt mal geholt, gell? Allein die 200.000, 300.000 jede Runde an Einnahmen sind ja auch schon schön. Wo siehst du die Spielminuten? Die tickern durch. Das geht ziemlich zackig zugegeben, aber man sieht die immer kurz. Das fand ich jetzt aber ein bisschen. Ich zeige es euch beim nächsten Spiel. Das fand ich jetzt aber ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja, jetzt müssen wir einfach weitermachen. So, und hier oben stehen die Spielminuten. Die laufen hier in der Mitte. Guck, ganz schnell gehen. 11. Minute direkt das Tor. Yay! Vor 31.000 Leuten, ich glaube, vor so viel haben wir noch nie gespielt. Ich bin ganz aufgeregt. 2 zu 0 zu. Zu Hause kriegt Leverkusen richtig die Hucke voll. Na gut, okay, 2-1. Möglicherweise drehen sie das Spiel noch, aber ist mir egal. Wir haben 2 zu 0 auswärts geführt, mal direkt souverän. Und das Ding ist noch nicht zu Ende. Und das ist bitter für uns, aber wer weiß, vielleicht machen wir sogar noch ein drittes. Erstmal halten wir die Bude mit einem Tor sauber. Komm, das schaffen wir. Oder 10 Minuten schaffen wir. 10 Minuten schaffen wir. Wir schaffen die 10 Minuten noch. Top gehalten. Top. Oh, eine Chance kriegen sie noch. Obacht. Ja, Auswärtssieg. Und zwar ganz souverän. Richtig niedergemacht. How can you sub to me? Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst einfach erstmal nur followen. Und dann kannst du später, wenn ich Partner bin, aufwerten. Oder wenn ich Affiliate bin, kannst du zum Sub gehen, oder? Oder so. Ja, 0-2 steht dann 1 nicht mehr möglich, das ist richtig. Aber ist egal, wir haben 2-1 auswärts in Leverkusen. Ich mache, was geht denn das? Nein, ich bin kein Twitch-Partner. Entschuldige mal, ich habe gestern angefangen zu twitchen. Hier, ja, aber wir sind den heißen Atem im Nacken, spürt Dortmund von uns. Spitzenklasse. So, da haben wir das. Und jetzt Köln, jetzt mal Kragenweite, Zweiter gegen Vierter. Wir haben hier nur noch Spitzenspiele. Merkt ihr das? Merkt ihr das, in was für eine Art von Top-Liga wir jetzt hier unterwegs sind? Das Einzige, was mich stört, ist, dass nichts sich auf dem Transfermarkt tut. Ich meine, der beste Spieler auf dem Transfermarkt ist der Helbig mit 62.
Das ist ja traurig. Genau, danke dir, Captain. Ja, 123 Zuschauer sehe ich gerade. Ja, läuft doch. Ich weiß, was gestern? Oder was, Donnerstag? Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal die Woche das erste Mal hier dann gestreamt so richtig. Und ja, genau. Und es macht auch Spaß. Sind wir hier dabei. Also, was haben wir denn hier? Wir speichern das, weil wir so erfolgreich waren. Werbung haben wir gecheckt. Geht's weiter? Zu Hause 15.000 gegen Köln. Mal gucken, was passiert. Kell reicht vollkommen aus. Alles klar. Bist du Captain Kell? Elfmeter, Fink drin. Stümper! Stümper! Jetzt aber die Ecke wenigstens. Ah. Das war jetzt echt unnötig, oder? Und Dortmund hat verloren. Wir wären punktgleich. Nein, gelogen. Wir wären Erste. Ich sag euch, das ist nervenaufreibend hier. Wir hatten 11 Meter und 2 Ecken und haben das Ding nicht. Oh, jetzt kommt es zum Spitzenspiel. Dortmund muss zum großen Konkurrenten Nummer 1. Neuer Vertrag, 2x38.000. Die wollen alle zu uns. Ich will es gar nicht sehen. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Warte mal hier. Ach, kommen die 3.000, dann geht's noch. Und, was machen wir jetzt noch hier? Wir müssen speichern, gell? Ja, immer speichern. Was macht Stadion? Wir müssen gucken. 21 Wochen. Was macht's Geld? Wir haben 2,2 Millionen einfach rumliegen. Das geht für mich nicht. Das muss ausgegeben werden. Aber ich kann es nicht in Steine investieren. Wir brauchen erst noch ein paar Beine. Wir können nicht mit 77 auf langfristige Ausrichtung hier vom Stadion gehen. Wir müssen jetzt mal kurzfristig Erfolge haben. Also mit Spielern, die uns dann langfristig helfen. Aber ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall 85 Stärke generieren, vielleicht sogar 90, aber das wäre ein bisschen viel. Der Brockel wieder. Das ist doch seine dritte oder vierte rote Karte in 3 Jahren. Warum macht er denn das in der 30. Minute in Dortmund vor nur 37.000? Aber was soll's, das ist doch nicht wahr. Macht er das? Ach Mann. Oh, das kann richtig teuer werden. So wie wir die mit 6-0 abgeschossen haben, wenn sie 30 Punkte schwächer waren, können sie uns jetzt so abschießen. Ja, das wird nichts. Ja, unser zweitbester Mann in der 30. Minute mit einer glatten roten Karte. Ja, 6-0. Ja, haben wir es. 7-0 nehmen wir auch noch mit. Machen wir eins noch, Riguera? Warum macht der Brockel das? Kannst du mir das mal sagen? Kannst du mir das mal sagen, wie das sein kann, dass der in der 30. Minute am 6. Spieltag, wenn wir ungeschlagen sind, wir haben plus 0 Tordifferenz, wir hatten uns plus 6 erkämpft als Aufsteiger und der Hornochse kloppt uns das in einer Sekunde kaputt. So, wie lange bist du gesperrt, du Karl? 6 Spiele. Na. Ich meine, jetzt musst du überlegen, das ist über ein Fünftel der Saison, der ist einfach weg. Und da gibt man sich Mühe und versucht und ist schon wieder 16. in der Fairplay-Liste, weil man direkt wieder eine rote Karte gekriegt hat. Nee, es gibt die alle. Also die Spieler gibt es tatsächlich alle. Das ist wenig erdacht bei denen. Der Bälle wird uns schon gar nicht mehr gezeigt, weil er zu schwach ist. Damals wurde uns noch gezeigt und wir haben uns gedacht, na gut, mal gucken. Wie sieht es eigentlich aus? Können wir eigentlich einen von unseren, den Duffy zum Beispiel, der ist nicht mehr so dramatisch gut. Das ist unser zweitbester nur noch, der spielt. Aber trotzdem will ich ihn nicht verkaufen, wenn ich draußen noch 30er habe. Aber wir könnten einen sehr guten ausländischen Abwehrmann kaufen. Das wäre machbar. Abwehr könnten wir wieder auf einen Ausländer gehen. Die sind aber beide 30, das ist jetzt nicht so favorisiert von mir. Und danach 7, was kosten die? Ist aber nicht schlecht, 85 für 1,4 Millionen. Der könnte uns nochmal 4 Jahre helfen. Der hilft uns sogar noch länger, wisst ihr was, den nehmen wir mit.
Der kostet 27.000, das ist ja ein Witz. Und dafür hauen wir hier unten den Wiverink raus und den Rexford setzen wir auch mal auf die Liste. Wer weiß, dann sind wir die mal weg. Wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen Qualität auch ins Backup bringen. Weil Brockel raus und dafür geht ein 38er rein. Das können wir sind 71 nur noch stark, das können wir nicht oft machen. Und jetzt hier kommen die Schalker und das Glück auf und das könnte auch unschön werden, wenn wir jetzt irgendeinen Fehler machen. Wie zum Beispiel unsere Chancen nicht zu nutzen. Driller. Chancentod. Der Fink, ehrlich, wir haben doch jetzt auch schon wieder 3 oder 4 Spiele. Doch, wir hatten das eine Tor gegen Dortmund beim 1-7, aber... Komm, 6 Chancen, einer ist drin. Einer ist drin, Duffy! Ich verkaufe dich doch nicht. Immerhin das Unentschieden noch... Ich meine, wir sind Sechster als Aufsteiger mit 3 Siegen, 3 Unentschieden. Ja, wir wollen mal überhaupt nichts sagen. Was hättest du? Ich hätte voll Bock auf ein Held der Steine Gaming-Merch. Gaming-Merch. Das Spiel ist schon 94. Gaming-Merch, okay. Und... So, jetzt gucken wir mal. Wie sieht es denn hier aus? Hertha 90. Ja gut, das ist... Ich würde mal sagen, wir peilen ein niedriges Unentschieden an, oder? Was meint ihr? Also, alles, was unter, glaube ich, 1-2 Toren Abstand läuft, ist ein Glücksfall für uns, weil wir sind ernsthaft hinterher. 4-0 Chancen, ich meine, sagt ihr wohl alles. Und jetzt ein Eckball. Eieieiei. Eine Chance für uns, nur so für mich, fürs Gefühl, bevor es 2-0 steht. Einfach nur so, damit man denkt, hey, jetzt könnte man noch mit der einen Chance, mit der vom Schiefner, direkter Freistoß und... Aber es war ein kurzer Moment, wisst ihr, was ich meine? Es war der kurze Moment. DOS-Box, ja klar, läuft in der DOS-Box. Verdiente Niederlage, alles in Ordnung. Wir hatten ja echt überhaupt nichts zu melden in dem Spiel. So, jetzt aber FSV gegen Eintracht, beide 71, wenn das kein Derby ist, oder? Ihr wisst doch genau. Stella Soul auch mit dem Stream, habe ich gerade überlesen. Sowas? Ich bin ja viel zu aufgeregt hier komplett dabei. Wir müssen mal hier gucken, was die beiden Jungs hier machen. Bastia und Rom, die stören mich nicht als Gegner. Und wie sieht es mit unseren beiden aus? Stella Soul, Logo, da bist du ja. Hier kriegen wir 320 aus Werl und hier bekommen wir 280 aus Elversberg. Gute Zuschlag und verkauft, junger Freund. Sag mal, wollen wir uns... Ja, bei zwei... Es bringt nichts, 2 Ausländer zu kaufen. Das hat überhaupt keinen Sinn, auch wenn die jetzt... Oh, warte mal, halt aber nochmal einen Stürmer. Ist aber auch eher ein Backup-Stürmer gewesen, oder? Mittelfeld 69, 54, das hilft uns alles nicht wirklich. 77er Stürmer, nee, das hilft nicht. Außer er ist ein riesiges Schnäppchen. Nee, ist kein Schnäppchen. Hi ihr Lieben, nee, das bringt ja auch nichts. Das hat keinen Zweck. So, wir müssen das so schaffen, Freunde. Ganz, ganz ohne externe Hilfe. Das Ding müssen wir jetzt gegen die Eintracht einfach gewuppt kriegen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber mit 15.300 nur. Ja, richtig. Haben wir gut gestartet, oder? Ah. 0-3 Chancen, 0-1. Oh, ist das dreckig. Oh Gott, die arme Eintracht. Ach, kein Wunder, dass die irgendwie am Boden sind. Also so kannst du doch keinen Punkt machen. Oh Mann, ist das. Da schämst du dich ja bald für, dass du den mitgenommen hast. Eine schiebige Ecke in der paar 80. Und die Eintracht wird wieder um den Sieg betrogen. Ah, ich würde fluchen, wenn ich die Eintracht wäre. Oh mein Gott. So, wie lange ist denn der Brockel immer noch gesperrt? Was war's? 3 Spiele noch. Wir haben die Hälfte geschafft. Aber ich habe ja mehr lamentiert, als dass er gesperrt war. Aber wisst ihr den Punkt mit dem Investieren in die Werbung, dass danach dann irgendwie auf einmal Sense ist? Das ist so ein bisschen gejinxt. Und dann, es gibt, wenn man so eine schwache Mannschaft hat, die halt gerne auch mal kloppt, immer mal 6, 7, 10 Spiele, wo es nicht läuft. Und dann bist du halt auch auswärts in Bremen und ja. Er hört und sieht gar nicht, ich krieg gar nichts mit. Läuft die hinter mir rum oder was? Ich merke nichts.
So. Machen wir auch noch mal irgendwas? Wir hatten zwei Chancen, Mensch. Ich bin verblüfft, dass wir die überhaupt hatten. Gelb-rote Karte. Ober, da sind wir. Da sind wir. Völlig unverdienter Ausgleich. Und jetzt Doppelschlag. Oh, da ist noch was. Da geht noch was. Kaya hinterher. Die sind gerade torkeln. Sie torkeln. Sie taumeln. Sie liegen in den Ring am Boden angezählt. Knockout. Weg sind sie. Oh Gott, wie unverdient. Ah, hervorragend. 3 zu 1 ist nicht lustig. Wir haben jetzt 4 Punkte in Folge uns geholt, ohne irgendwas geleistet zu haben. Aber ich meine, 4-4-2 stehen wir da nach 10 Spieltagen. Wer hätte das gedacht? Fünfter Platz, wir sind kaum aufzuhalten. Wenn nicht dieses 1 zu 7 gewesen dazwischen. Oh, jetzt Bayern 99er Stärke. Habe ich erwähnt, dass ich gerne die Spieler hätte? Warte mal, was war ja schon gefragt, weil ihr über Boston Legal gesprochen hattet mit dem Orgel. Hä? Ja, natürlich habe ich den originalen Stargate gesehen. Ja. Ich bin alt. Natürlich habe ich den gesehen. Und. Ha. So, was machen wir jetzt? Wir gewinnen einfach, oder? Es gibt keinen Ausweg. Der alte Track hier, das passt doch. Okay, pass mal auf, Freunde. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, dass wir irgendwie einen Punkt in Frankfurt halten. Ja, das ist wichtig. Nur einen. Und wir haben noch keine Chance gehabt. Es sieht nicht gut aus. Wir liegen zurück. Aber wir liegen nur mit einem Tor zurück. Hier ist unsere Chance. Wir haben tapfer gekämpft. Ach ja. Ich meine, es war ein 99er Gegner und was wir machen. Wir haben immer noch 130.000 verdient, aber ich glaube, wir sollten das Geld jetzt mal bei uns lassen, weil ich glaube, das wird auf Dauer nicht gut gehen. So, ich bin immer noch unglücklich, dass der Kollege nicht zu uns kommen möchte. Warum will er nicht zu uns kommen? Es ist ein Einzelangebot. Wir sind da, wir sind gut, wir sind hübsch. Warum kommt er nicht? Und weiter geht's gegen Gladbach. Ja, ich spiele mit dem kleinen FSV, das ist doch nett. Weißt du, gibt's viel weniger Trouble. Da ist er, der Fink. Der Fink, der Fink, der Fink. Ich muss hier nochmal den, ich habe hier ein bisschen Strecke. Ich kann gleich nochmal den Labbadia machen, den eingesprungenen Säger. Ja, der ist ganz wichtig. Und man kann es ja nicht hinsetzen, hier den. Direkter Freistoß, der Duffy, zack, 11 Meter, ist mir doch egal. Gehalten, ihr Stümper könnt ja gar nichts. Weg sind sie. Souverän gewonnen. Mal wieder zu 0 gespielt, 15 zu 3, Träumchen. So, hier. Also was machen wir? Das ist der Kleine, der geht jetzt nach Elversberg und weg ist er. Er war ein treuer Diener für 3 Jahre, aber jetzt war es auch mal gut. Und wir haben souverän gewonnen. Und jetzt hier, wir sind Favorit. Obacht! Wir sind Favorit. Wir haben 10 Punkte mehr in der Stärke. Wir spielen zu Hause. Es wird kein Mensch ins Stadion kommen bei diesem Spiel. Das macht gar nichts. Und wir räumen die jetzt mal richtig aus dem Stadion. Obacht geben. 15.000 Leute sind nur da, aber das macht nichts. Wir gewinnen. Direkt mit der ersten Ecke. Souverän. Halfeld, erstes Tor. Rigera, es wäre schön gewesen, jetzt mal ein bisschen. Ich will keine roten Karten sehen, Freunde. Gelbe Karte. Hua. Der Ajiji gibt es immer noch. Sensationell. Ey, sag mal, was denn los mit euch? Gegen den Stümpergegner. Schaffen die es wieder? Wir hatten eine gelbe Karte und der Ochse, der die gelbe Karte hatte, der muss nochmal zulangen und eine gelb-rote sich holen. Dem Typ ist doch nicht zu helfen. Och, wirklich mit Ach und Krach über die Runde geschaut. Also, aber es bin doch nicht nur ich, der das für dämlich hält, oder?
Aber 22 Punkte, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich bin total happy. Am Ende gewinnt noch einer von den. So, das sind jetzt wir. Am Ende gewinnt noch einer von den Deutschen wieder irgendwas Internationales und dann rutschen ja unten drunter die Plätze auch noch rein. Und dann spielen wir aber ernsthaft international nächstes Jahr. Also. So, wo bist du denn? Hier oben bist du. Du kriegst noch mal. Nee, du kriegst nur einen Dreijahresvertrag. Du müsstest 33 und dann verlängere ich die um 4 Jahre. So machen wir es. Die anderen sind auch schon ein bisschen alt hier oben. Der ist auch schon 32. Der Duffy. Müssen wir langsam mal ein bisschen aufpassen. Wir müssen eigentlich mal bald die Verjüngungskur. Du Netflix zu bereden. Die Verjüngungskur starten. Der Angelo. Ja, unser Torwart ist, der Torwart ist ein guter. Haben wir noch sonst irgendwas zum Auswechseln hier? Sowas Kleines? 77er Stürmer, den hat man schon mal angeguckt. Der war nicht wirklich ein Schnäppchen, gell? Der war überhaupt kein Schnäppchen, ich erinnere mich. Und nochmal im Mittelfeld geguckt. Hä? Bin ich zu schnell? Spörl, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. 800, ja, sind aber gleich schon wieder auf 1 Million hochgegangen, die Ochsen. Gut, dann sind wir raus. Gut, speichern und weiter geht's. Wenn man aufs ganze Team geht, haben wir nur ein 66er Schnitt, gell? Das ist richtig bitter. Wenn wir unsere 30er und sowas von der Bank mit reinnehmen. Wir müssen uns hier mal ein bisschen hochboxen. Aber es ist ja auch mal lustig, im Mittelfeld zu kämpfen. Es geht ja nicht immer nur um die Spitze. Es macht ja alles Spaß. Das Ding heißt schon AOL-Arena, gell? Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Knüller. Ihr müsst euch immer überlegen, wie sie das Knüller sagt. Das ist kein normales Knüller, sondern das Knüller. Wir hatten erst eine Chance, ich finde es nicht in Ordnung. Ja, niemand hat noch AOL, aber die Arena heißt damals, ja, das, damals war ja AOL Time Warner, war ja die Hochzeit der Giganten und da sind wir mit dem Ausgleich ganz souverän. Wir brauchen keine Chancen, wir machen einfach Tore. Ja, 2-1, zack, so macht man das Hamburg übrigens. Mit 5 Chancen, 2 Tore. Gut, mit 6-3 wäre jetzt richtig schön gewesen. John, da ist er hier, da ist er, der ist der Neue und zack, drin ist er. Souverän. Und was haben wir jetzt? Den vierten weggeräumt und ich würde sagen, wir haben uns rangepirscht an den Kollegen. Da war ja so ein kleiner, hier sind 6 Punkte, 32 zu 26. Und wir sind jetzt 26, 25 dran, hinter uns schon eine 4-Punkte-Lücke übrigens. Ja, die müssen wir mal gucken, dass die keiner zufahren kann. Warte mal, das ist unser Abwehrspieler. Den behalten wir noch. Wir haben ja den anderen verkauft. Mich stört das hier mit den kündbaren Werbeverträgen. Die hätte ich gerne noch weg. Wir könnten natürlich jetzt mal wieder was hier investieren. Eigentlich. Komm, wir hätten es mal an können. Wir haben seitdem so gut gespielt, kein Mensch weiß warum. Live long and prosper, das ist wichtig. Absolut. Gleich in die Haie, so ist es. Stela Tai Tai. Ich freue mich nur kurz. 13 Wochen noch. Das wird super, wenn das fertig ist. Ich bin auch dafür, dass so ein Sponsor mal wieder das nächste angemessene Bauvorhaben finanzieren möchte. In der Zwischenzeit sind wir wieder Favorit gegen Stuttgart und räumen sie weg. Wir starten mit der gelben Karte, das ist immer das Beste. Und Lea? Lea trifft leider nicht. Ich finde schön, dass der Lea heißt. Aber leider trifft Stuttgart mit der ersten Chance. Der ist halt auch der Schiefner, zweites Tor die Saison. Brockel leider nicht. Der Neue trifft schon wieder. Der ist ja überhaupt nicht zu stoppen. Zweites Tor, zweites Spiel. Gehalten, sag mal, das ist die Katze, die wir da hinten haben. Der hält alles. So. BMH Sound deaktiviert? Ja. Wieso? Läuft bei euch Sound? Habt ihr BMH Sound laufen? Nö, gell? Nö, nö. Das hätte mir schon irgendjemand gesagt. Sound ist deaktiviert. Ja. Das wäre dramatisch, hätte ich den Sound noch an. Und so, was haben wir denn da? Viermal Siege in Folge. Ich würde sagen, wir sind aber überhaupt nicht mehr zu stoppen. Jetzt haben wir sogar einen HSV überholt. Hinter uns die 4-Punkte-Lücke, wie gesagt, müssen wir gucken. Vor uns 5 Punkte, wir sind dabei. Und
Alles ruhig, sehr gut, danke. Ich streame seit 34 Minuten. Ich habe aber keine Ahnung, wo ihr das seht. Ich sehe es in meiner Software, mit der ich streame. Spielvereinigung Unterhaching ist natürlich ein stark. Oh, jetzt können wir endlich mal wieder hier ein bisschen was abschließen. Ein paar Kündbare haben wir ja noch, aber das sind jetzt wertvollere über 30. Ah, Uptime. Das geht? Echt? Oder muss man da Commands erst aktivieren? Man weiß es hier nicht genau. Hier waren wir. Transfer immer noch nichts Sinnvolles. Den hätte ich mir angeguckt. Ja, der war so dämlich teuer. Es gibt keine guten Spiele. Ah, Bot einstellen. Nightbot sollte ich nochmal machen. Ja. Ich habe es ja bei Tore, die haben eine rote Karte. Das habe ich ja bei YouTube jetzt gemacht. Das kriege ich auch hier noch hin. Es ist doch nicht dein Ernst. Das kriegen die jetzt hier noch. Die haben eine rote Karte. Die sind 10 Punkte schlechter als wir. Jetzt sind sie 15 Punkte schlechter als wir. Die haben genauso viele Chancen wie wir. Noch eine gelb-rote Karte und kriegen noch eine Ecke. Machen noch ein Tor. Ey, sag mal. Ein Punkt nur noch jetzt auf Rostock, ein Punkt auf Hamburg, zwei Punkte auf 60. Das ist so, das sind die ganz unnötigen Dinge. Jetzt weiß ich gegen Unterhaching, wie sich damals Leverkusen gefühlt hat. 2002 war das. Oh, Beck wird 1,5 Millionen Ablöse und Gehalt von 35 statt 27. DFB erwartet ihre Bilanz, das ist aber schlecht, weil wir haben zu hohen Gewinn. Held ihr verzweifelt, es ist aber auch wirklich schlimm, oder? Es ist doch auch wirklich, das ist doch aber auch nicht schön. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Werbung, kann ich da noch was machen? Nein. Also, wie sieht es denn aus mit den Verträgen? Der Beck ist 1,1 wert. Wir haben für 930 gekauft und es werden 1,5 geboten. Ist ein Abwehrmann, der auf der Bank sitzt und Deutsch ist. Das Deutsche ist das Einzige, was man ihm eigentlich wirklich, glaube ich, anrechnen kann. Ich würde sofort den Peters oder Madrido kaufen, aber ich kann sie halt nicht spielen lassen, weil sie leider nicht deutsch sind. Wir haben ja jetzt schon einen Ausländer zu viel und jetzt sitzt ein Tardelli auf der Bank. Nee, Beck brauchen wir fertig, können wir nicht verkaufen. Beck bekommt sein Geld. Ja, kriegt er bei 35, der Blutsauger. Wir müssen mal gucken, gleich mal, ob wir auf 33 runterhandeln können. Hervorragend, hat er direkt gemacht. Wunderbar. Also gut, haben wir 6.000 jetzt mehr im Monat gezahlt, aber dafür haben wir ihn noch, weil wir können es uns aktuell nicht leisten, ihn abzugeben. Ich hätte es ansonsten ohne zu überlegen getan. So, den verlängern wir auch mal, damit wir keine 3-Monatstypen haben. Dann haben wir hier oben keine Warnschilder und wir speichern. Und jetzt gegen St. Pauli, jetzt muss es klappen. Was denn? Ja, war er? Wer denn? Fan von 1860, Hildebrand. Jupp. Ein frühes Tor ist eine gute Sache. Gerne noch eins hinterher für die Beruhigung am Start. Für mich, für den kleinen Thomas. Fink, direkter Freistoß. Brockel, sehr gut. Was geleistet, sechstes Tor hervor. Baustelle gerät mit einer Gruppe von 8 Personen, ist aber nett. Und dieses Raiden muss ich mir auch noch angucken. Da kann man irgendwo sagen, komm, wir gehen dann dahin, gell, da war auch noch irgendwas. Ich muss mir das auch noch angucken. Ich lerne das auch noch, wie das geht. Und. Moin, moin. Moinsen, moinsen. Was haben wir denn hier? 75, 3-0 weggeräumt. Alle Vierter. Wir sind überhaupt nicht mehr aus der europäischen Spitzengruppe wegzudenken, oder? Seht ihr doch genauso. Hallo, hallo. Und nochmal ein bisschen Werbung geguckt. Tut sich auch nichts. Dass man diese Anzeige nicht kriegt, wenn man kündbare Werbespots hat, nervt mich wirklich massiv, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. So, Rostock jetzt mal auf Augenhöhe. Los geht's, Auswärtsspiel. Mal gucken, was wir da raus machen können.
Aber es ist ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten eine Chance, die hatten drei. Dafür hatten wir zwei gelbe Karten, die keine. 4-1 Chancen, 5-1 Chancen, immer noch 0-2 Karten. Ich glaube, wir meinen was falsch. Ich würde sagen, wir waren mit diesem 0-0 sehr, sehr gut bedient und sollten sehr, sehr glücklich sein, dass so gelaufen ist. Und jetzt gehen wir in die Winterpause mit nur 11 Punkten Rückstand auf die Spitze und immerhin einem Puffer von einem Punkt auf den Nicht-UEFA-Cup. So, durch die Winterpause, jetzt ist auch unser Stadion fertig. Südwestkurve abgeschlossen, Werbeangebote, wir haben Geld verdient. Wir haben immer noch 1,7 Millionen, obwohl wir 44er, so herzlichen Glückwunsch, den nehmen wir mal alle mit. Was ist denn hier gerade? 150, 150, meine Güte, wir hätten echt noch warten können. Wer kann denn an, dass wir so gut spielen? Hier 236.000 übrigens minus und unsere Bankkredit läuft mit 265 im Monat. Das heißt, wenn der abbezahlt ist in 2 Jahren, sind wir ernsthaft im Plus. Also wir machen momentan wirklich jeden Monat eine 250.000 plus. Ich finde das sehr anständig. Vor Stadion, wohlgemerkt. Werbeangebote haben wir geguckt, wir speichern nochmal. Und das Stadion ist jetzt putzig klein immer noch. Wir müssen es auf 30 kriegen, damit das von außen noch besser aussieht. So, was wird denn hier im Chat noch was geschrieben? Aber noch lesbar, solange geht's, genau. Hust durchschnittlich mehrere 10 oder 100.000 pro Woche und du beschwerst dich bei 200 zwischen, dass es Mainstream ist. Wer ist Mainstream? Mainstream? Wo? Achso, das ist hier zu Mainstream. Der oben, jo, clever, jetzt sehe ich es, ja, richtig. Genau. Ja, hier ist, also ich mache hier Programm für die breite Masse. Ja, ich bin kurz vor den Öffentlich-Rechtlichen. Das hier ist wirklich, also das Musikantenstadel im Internet, kann man das jetzt gleichsetzen. Das ist was, für jeden ist hier was dabei. Gucken wir doch mal. Wie sind wir eigentlich hier bei den Torschützen? Ich glaube, wir sind nicht mal unter den, doch, siebter Halter sind wir doch hier. Frankfurt, der Brockel. Wir holen den Torschützen. So. Jetzt gucken wir nochmal, was wir weitermachen. Wir können immer noch keinen kaufen, gell? Wir haben Geld ohne Ende und keiner will zu uns. Cardoso, mein, wieso kommen nicht mal ein paar rein, so Leute mit einfach nur Deutsch, damit wir sie spielen lassen können. Das ist doch alles, was ich will. Wir speichern. Wir freuen uns über das Stadion. Wir senken ein wenig den Eintrittspreis, damit die Bude voll ist. Oh, gut, dass ich es gesenkt habe. Das wäre ja traurig geworden wahrscheinlich. So, und jetzt gucken wir mal. Freiburg eine Chance, ein Tor. So läuft es hier, aber mal ganz souverän. Ich muss was gegen diesen Knarzstuhl hier unternehmen. Ich bin mit dem 1-1 gegen Freiburg außerordentlich happy übrigens, ja, wollte ich nur gesagt haben. Immerhin der amtierende Pokalsieger. Schiefner, komm, mach doch einfach. Wie war das Hinspiel? War auch ein Unentschieden, oder Freiburg? War das ein 0-0, ein ganz dreckiges? Ich glaub, rote Karte Freiburg, die können das also auch. Können wir Nutzen ziehen? 6 Chancen, ein Tor? Nein, können wir nicht. Hinspiel 0-0, Rückspiel 1-1, genau. Twitch sinks? Sinks? Nein. Warte mal kurz. So. Ja gut, das Unentschieden war jetzt ein bisschen unschön, aber das ist alles hier so eng beieinander. Ich finde, wir spielen immer noch eine hervorragende Saison. Bin sehr zufrieden. Oh, für 3,5 Millionen wollen wir den kaufen. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, das ist unser Torwart. Das Problem ist, unser Ersatztorwart ist 24 stark. Hat noch kein Spiel in seiner Karriere gehabt. Also wir reden über... In seiner gesamten Karriere hat er 6 Spiele gemacht. 110 eher, 6 eher. 2 Pokalspiele, 6 eher, 110. Er ist aber 33 und er hat einen Marktwert von 2 Millionen und sie bieten uns, was waren es? Zu viel. Das Problem ist, wir haben auf dem Markt kein... Was ist mit dem Oswald? Wieso wird der mir nicht angezeigt? Der wurde mir angezeigt, gell? Ich habe ihn weggeklickt, ich erinnere mich. Wir haben halt keinen, ich kann nicht verkaufen. Ja, die bieten natürlich direkt wieder zu viel Geld. Wie unnötig übermotiviert sind die? So, wir hauen den anderen Abwehrmann raus, den hier. Nee, Berghitting bleibt bei uns. Mit dem gehen wir ewig weit. Was ist denn nochmal Stela?
Fingerprint-Zahnbürste im Mund, großartig. Ja, YouTube hält ja auch immer ausgewählt an der Stelle einfach mal Respekt für Geschwindigkeit beim Chatten, Live-Telefon, ja, genau. Macht sie super. Steff kann singen, ja, kann sie gerne machen. So, nein, 3,5 Millionen, wir haben jetzt schon 7 Millionen an Angeboten abgelehnt, weil einfach nichts da ist als Ersatz. Was soll man denn machen? Ach Gott. TSV 1860 wäre ein wichtiger Sieg, aber auswärts im Olympiastadion vor 30.000, die sind stärker als gelb-rote Karte. Ja, ganz ehrlich, das Unentschieden ist glücklich, aber ich nehme es echt dankend mit der roten Karte. Ach du dickes Ei. Und 60 ist direkter Konkurrent. Sieg wäre toll gewesen, aber ich bin froh, dass keine Niederlage ist. Und zwar richtig, richtig froh. Und jetzt geht es gegen Leverkusen, es wird schlimm genug. Ich will den immer noch haben. Ja. Welches Programm für den morgigen Werktag? Morgen wird gearbeitet, vorbereitet, gebaut, Videos gedreht für Held der Steine. Und hier vielleicht hüpfe ich mal zwischendurch rein und muss mal ein bisschen Bundesliga-Manager spielen. Kann immer mal passieren. Einfach so, hui. Das geht so einfach. Ich mache den Rechner an und drücke einen Shortcut und es läuft. Ich finde es sensationell. Ah, das macht mir Spaß. So, und jetzt mal Leverkusen. Komm, Topspiel. Jetzt die Bude voll, 25, oder? 25.000 Zuschauerrekord. Der kleine Daddel zwischendurch. Und schön, dass der erste Freistoß direkt drin ist. Das macht Laune. Komm, wir haben eine Ecke. Duffy. Komm, Gebauer, das ist ein 30er Spieler, schade. Der Bau des Star Destroyers, den machen wir, den ziehen wir durch, der ist einfach zu bauen, also schnell zu bauen. Große Teile kriegt man schnell durch, wenig Gefuddel. Hier sind wir halten noch mit, 4:4 Chancen, wir sind voll da. Da ist er, der Ancici, da ist er, 1:1, komm, Doppelschlag. Ah. 7:4 Chancen, sag mal. Das ist ja, kann Leverkusen ja glücklich sein, dass wir sie nicht rausgefegt haben. Und Rostock und München haben parallel unentschieden gespielt. Das wäre echt eine Chance gewesen, mal wieder ranzukommen an die alle. Wann kommt unser Starspieler hier endlich, der Oswald? Müssten wir eigentlich kriegen. Ja, klar ist Promo-Item doof. Wir spielen mal weiter. Ich könnte mal wieder speichern zwischendurch, oder? Sollte ich mal wieder. Auswärtssieg in Köln wäre auch eine starke Sache. Aber guck mal, wir hatten ja eben... Aber ich finde, oder findet ihr nicht, dass die Mischung eigentlich ganz gut ist zwischen glücklichen Siegen, die wir hatten? Stauchung des Fußgelenks. Komm, wir wechseln Stürmer ein, oder? Komm, Stürmer rein, weiter geht's. In der 30. Aber ich finde, die Mischung war bisher ganz gut von Spielen, die wir glücklich gewonnen oder unentschieden gespielt haben und anderen Spielen, wo wir vielleicht hätten gewinnen können, wie jetzt eben gegen Leverkusen. Und dann passt es schon. Jetzt gegen Köln ist es auch 6:2 Chancen, 0:0. Ich glaube, wir sind gut dabei. 7:2, wir sind echt gut dabei. Und wir kriegen einen Elfmeter. Und wir machen ihn rein. Das meine ich zu dem Thema. Es ist. Ja, okay, gut. Die haben immer gesagt, wenn die Wunde bis zum Knochen geht, dann ist er sauber. Erst wenn der Knochen halt knickt, dann muss man raus. Ja, das war auch direkt der Nachbar wieder. Da wäre es mal ein bisschen abseits. Jetzt haben wir 4 Punkte Lücke nach oben. Wir haben reißen lassen. Die Lücke müssen wir zufahren. Möglichst zackig. Mit Hilfe zum Beispiel Nasenbein. Oh Gott, nein. Oh, was ein Glück, er spielt. Mit Nasenbeinbruch. Wir können nicht den 24er spielen lassen. Das ist nicht in Ordnung. Das geht einfach nicht. Wir können ihn nicht spielen lassen. Wie sieht es eigentlich aus im Stadion? Machen wir Top-Einnahme mit. Nee, wir machen nicht Top-Einnahme. Wir müssen ein bisschen höher gehen, weil sonst. Machen wir mit 20.000 beim vollen Stadion mehr Geld als bei 17.000
als bei 15, bei 25. Das könnte man schnell im Taschenrechner nachrechnen, aber wir lassen es einfach mal. Was? Welche Funktion hast du in deinem Spielmodus aus und welche ein? Was für ein Tier? Wer? Ich habe nicht den Profi-Modus eingeschaltet. Habe ich nicht. Ich habe nicht den erweiterten Modus drin. Falls du das meinst. 43, die nehmen wir mit. 42, die nehmen wir auch gerne noch mit. 39 nehmen wir auch noch mit. 29 nicht mehr. Jetzt haben wir noch ein paar 34 übrig. Wir sind bei 200.000. Wir machen ein Geld ohne Ende. Hier verlieren wir ein bisschen Geld. Was soll's. Da habe ich vorhin etwas voreilig den Vertrag angenommen. Aber du weißt es nie, meine Güte. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir nicht auf die Glocke kriegen. Geld speichern wir einen Plan. Macht Sinn, den Torwart zu, der um die 70 Punkte hat? Ja, als BU ja. Aber ich meine, wir könnten natürlich einen suchen und versuchen abzuwerben von irgendeinem anderen. Ja, aber da bist du ja, da zahlst du dich ja dumm und dusselig. Es muss doch ein einziger Typ mal auf den Transfermarkt kommen. Ich verstehe das nicht, warum da so wenig Angebot ist. So, und jetzt mal Daumen drücken, dass wir gegen Dortmund nicht untergehen. Ihr erinnert euch an das Hinspiel? 1-7. Wir hatten eine dankbare rote Karte meines lieben Freundes Brockel in der Anfangszeit. Ah, Managerreihe von EA, ein paar habe ich gespielt von EA, aber wie gesagt, ich war nicht so begeistert. Das hat für mich nicht mehr diesen nahbaren Charakter hier von dem. Gut, 4-4 Chancen, 0-2 Tore, das sagt halt auch ein bisschen was über die Klasse aus, würde ich sagen. Ein Anschlusstor finde ich wäre aber schon okay. Oder 5 Chancen kann man ein Anschlusstor machen. Ja, finde ich. 5-7 Chancen, 1-2 Ergebnis, finde ich wäre fair. Wir haben uns irgendwie schon was verdient, finde ich. Ein Tor, ein kleines Tor. Besser als das 1-7. Es war mit Ehre verloren, okay. Aber jetzt haben wir 7 Punkte abreißen lassen. Jetzt müssen wir schon auf Schützenhilfe von den anderen. Ja, aber den 24er baue ich jetzt nicht mehr auf. Du kannst natürlich individuelles Training, du kannst es automatisch raus und kannst dann jeden Einzelnen dir überlegen, was du ihm machen möchtest. Aber wenn ich hier quatsche und ich mehr noch im Chat unterwegs bin und ich mich mit Twitch nicht auskenne, ich bin von allem überfordert. Deswegen daddel ich so ein simples Spiel. Vielleicht spielen wir morgen wieder MadTV, habe ich auch wieder Lust drauf. Damit habe ich angefangen, oder? Das war das erste Spiel, weil ich hier mal wirklich gespielt habe, MadTV. Hier hat sich nichts getan, gell? Nö. Wie sieht's hier aus? Keine Angebote. Na klar. Ja, Minecraft habe ich hier auch drauf. Wieso spielen die nur zu 10? Wieso spielen die zu 10 und wieso fühlen wir nicht trotz 4 Chancen? Können wir da mal drüber reden untereinander? Wir müssten doch schon lange führen und zwar hoch. Jetzt kriegen die einen Eckball. Asamoah, ich erinnere mich genau. Wieso spielen nur noch die? Da sind wir wieder, da sind wir zurück. Riguera, großartig, Doppelschlag, Tardelli, schade. Ich meine ganz ehrlich, 8 Chancen, wir sind Moment, Andi Möller. Der konnte gute Freistellung. Da sind wir doch, da sind wir doch. In der Nachspielzeit, 2-1, leicht unverdient, macht nichts. Und das klappt schon. Wir sind dabei, wir haben mal wieder einen Sieg gemacht. Ein bisschen dreckigen Sieg zugegeben, aber ich meine, guck mal, wir hatten 5 Unentschieden und eine Niederlage in Folge. Ich meine, das war einfach, das war eine harte Zeit. Und unsere Fanartikel verrotten langsam im Lager, aber garantiert. So, jetzt mal kurz hoffen, dass unser Angebot doch besser ist als das von TSV 1860. Einmal kurz hoffen. Läuft. So, den haben wir uns dazu geschnappt. Teamprämien kurz reingefeuert. Und das
Ist gut, am sechsten Platz ist, wir sparen uns 400.000 Prämie. Ist ja auch was wert. Aber wo ist er denn der Oswald? Da 40.000 auf 4 Jahre. Und zwischendurch wird gespeichert. Was sagt die Werbung? Nichts Gutes. Eine Woche noch. Ist gut, dass wir vielleicht jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, damit wir nochmal ein bisschen was am Start haben. Lieblingsbeifahrer. Lieblingsbeifahrer? Wer ist ein Lieblingsbeifahrer? Ich bin der Lieblingsbeifahrer. Da werden Sachen geschrieben, ich kann das nicht mitlesen, weil ich hier so gefesselt bin. Kriegen wir den Kollegen nochmal los? Nope. So, wir haben einen 40er Kollegen fürs Tor. Wollen wir da mal... Was? Ja, das ist von 94 das Spiel. Hier ist ein 85er Mittelfeldmann, der ein bisschen alt ist, das stört mich aber nicht. Und hier ist ein 85er Stürmer. Komm, ganz ehrlich, den nehmen wir mit. Wir müssen uns mal von dem 24er hochkämpfen. Mittelfeldspieler, komm, eins. Ah, das Geld haben wir nicht, aber wir können es zumindest mal eintippen. Oh, 1,5, das ist eigentlich auch okay. So. Jetzt müssen wir uns mal angucken, was wir dafür verkaufen können. Wir können dafür den Hallfeld verkaufen, wir können dafür den Gebauer verkaufen und was habe ich eben noch gefunden? Den Torwart können wir auch verkaufen. Feuern wir sie mal alle raus. Es sind schon 3 Spiele auf der Transferliste. Ach, weil der eine Abwehrmann noch draußen ist. Okay, den kriegen wir auch noch. Was sagt denn die Bank? Wir können uns von der Bank 2,6 Millionen wieder zurückholen. Dann könnten wir jetzt mal im großen Stil ein bisschen aufräumen, oder? Was ist los? So ist es. Richtig. 1994. Was schluckst du da? Was schlucke ich hier? Ein Radler? Ich würde sagen, wir sind bereit für Hertha BSC Berlin. Wir sind nur 15 Punkte schlechter. Ich sehe eine Chance für uns. Überziehungskredit ist überhaupt kein Problem. Und da ist er direkt. Direkt der Oswald. Schön im ersten Spiel. Direkt ein Tor gemacht. Der hat's drauf. Ich möchte eine 85er Mannschaft sein. Eine stabile 85er Mannschaft. Mit Tendenz Richtung 90 laufen, wenn man mal aus dem Trainingslager kommt. Dann kann man auch mal die Großen direkt ärgern und die Kleineren kriegt man mal weg. Wir sind 8 Millionen in Miesen. Torchancen, 6:3 Torchancen, 1:0. Das ist nicht schön, wenn man in der 90. dann einen Freistoß kriegt. Haben wir ihn gekriegt. Abend. 1:0, souveräner Sieg. Und die Lücke, 4 Punkte immer noch. Aber immerhin, wir haben jetzt mal nicht mehr so mehr abreißen lassen. Hier, das waren gut, die beiden Niederlagen von denen war wichtig. Die Lücke war viel zu 7 Punkte, Katastrophe. Und jetzt geht es gegen die Eintracht auswärts. Wir können hier noch gar nichts machen. Werbung auch noch keine. Und eine schöne gute Nacht wünsche ich. Alle schön lieb sein. Ganz genau, das ist ganz wichtig. Ich bin der minus 8 Millionen D-Mark Mann. Genau, aber es sind gar nicht mehr minus 8 Millionen D-Mark. Sondern wir haben ja schon 2,6 abgezahlt von den 9,5 mit Zinsen. Also es sind nur noch 7. Ja. Genau, schön lieb sein. Gutes Nächtle. Und jetzt sind wir Favorit auswärts. Komm, der Rolle werden wir mal gerecht, oder? Ist noch was für uns. So. Klar, haben wir auf dem C64 gespielt. Auf dem C64? Oh, der 6 Millionen Dollar, Mann. Lee Majors war eh der Beste. Bester Film mit Lee Majors war das, wo er Pilot war von diesem Starliner oder wie auch immer, der hoch ist in die... also außerhalb der Atmosphäre quasi und dann da oben als quasi Raumschiff laufen sollte. Das war das Dusseligste, was es an Starflight One, vielen Dank, Captain. Und also Cal. Und das war Gelbrot. Es ist doch nicht dein Ernst, Oswald. Jetzt haben wir uns schon wieder so einen Klopper gekauft. Aber ein Tor gemacht, der Halbfeld. Ist mir völlig wurscht. Solange wir das Ding gewinnen, ist mir alles egal. 8:3 Chancen. Wow, nach Hause geschaukelt. Passt mal auf, ich muss mal auf dem Amiga, habe ich klar, Amiga 500, logisch, haben wir gespielt. Test Drive vor allem. Oil Imperium. Mit dem Stick da geguckt, dass man richtig gebohrt hat.
Weltklasse war auch, auf dem C64 suche ich ein Spiel. Ich weiß immer noch, wir haben das, der Code zum Eingeben, das war immer, da ist man mit einem, das waren doch diese klassischen Spiele. Ich habe auch schon ganz oft gefragt, ich kriege immer die gleichen Antworten, aber die sind es aus irgendeinem Grund nicht. Da ist man mit einem kleinen Raumschiff geflogen, wie immer. Man konnte eigentlich nur so ein bisschen links, rechts hoch runtergehen. Und man ist über irgendwie ein anderes großes Raumschiff drüber geflogen und konnte dort halt natürlich Gegner und auch so Turrets abschießen. Und dann sind dann Sachen entstanden, da konnte man hinfliegen, dann hat man seitlich sich aufrüsten können, Schutzschirm und so, war super cool. Und das gab es auf dem C64, bei einem Kumpel habe ich das gezockt, in den 80ern, kein Schimmer mehr. Und ich habe Screenshots nach Namen gesucht, aber nichts sieht so aus wie das, was ich in Erinnerung habe. Jetzt ist die Frage, doof? Oder ich habe es halt noch nicht gefunden. Ja. Aber super cool übrigens als Kombispiel, Koop. Ich suche immer coole Koop-Spiele. Fand ich auf dem Super Nintendo. Spiele ich mit dem Emulator immer noch. Oh Gott, wie hieß es? Firepower 2000 oder Firepower 3000. Einer hatte einen Heli, einer hatte einen Buggy, einen Panzer. Und damit ist man dann über eine Landschaft gegangen. Und super cooles Spiel. So, nur mal kurzer Ausflug. Ich könnte ja auch mal ein bisschen Super Nintendo Emulatoren spielen, oder? Geht das? Darf man das? Ich glaube schon. So, drei Siege in Folge. Wir sind auf 1 Punkt an 8060 dran und auf 2 Punkte Hansa Rostock. Großartig. Lies den Live-Chat am Ende nochmal. Du hast unseren Vorschlag mit dir in der Sitzschale im 190 Evo auf dem Nürburgring. Was? Sitzschale? 190 Evo? Wer? Wo? Was? Ich hatte ein 100 noch, also hier vom W201er in 190E2.316 Ventiler, aber hier wie? Und jetzt in einem 190 Evo. Ja, Silkworms war aber das, wo man seitlich gegangen ist, oder? Und das war eins mit Draufsicht. Aber, na. Ja, ich lese mir den Chat auf jeden Fall nochmal durch. Ich komme hier beim Spielen parallel, ich bin viel zu aufgeregt hier, seht ihr doch. Das ist ein großes Problem. Und im Pokal, das wäre wieder so früh aus dem Pokal rausgeflogen ist. Daher sind, das war bitter. Das wäre so früh da raus waren. So, wir haben 180 sogar mit den Geschichten. Twitch Racing Stream. Okay. Raubkopie, sag mal, ich finde ja eigentlich immer unglaublich, kannst du die ganze Nummer merken? Ja, gut, ich meine, man hat damit ständig zu tun, so wie die Autoleute kennen noch viel mehr Nummern als ich. Halt, da wollte ich nicht hin, ich wollte zu den Verträgen gehen, die Prämien hatten wir drin und was macht der Transfermarkt? Wir müssen uns hier mal kurz zusammenreißen, damit wir alle Spieler kriegen, die wir wollen. Also den kriegen wir für 340. Den kriegen wir nicht los. Abwehrleute bei den Ausländern können wir nicht kaufen. Den wollen wir verkaufen, weil er nichts taugt. Da ist auch einer, der bietet was. Der bietet mehr Gehalt. Wie viel kriegt der Rexford gerade? 8000, also muss er leider an den gehen, der weniger bietet, aber ich will den weghaben. So, und fort. Dann haben wir Mittelfeld. Wollen wir den Scherz haben und gegen den Gebauer tauschen? Machen wir mal schön 45 Aufschlag. 1,4 Millionen. Keine Angebote, souverän. Also 1,4 brauchen wir. Und dann hatten wir hier noch einen Stürmer, den Buck. Ja, den wollen wir nicht. Und dafür wollen wir den Halfeld rausprügeln. 1,5 Millionen. Brauchen wir 3 Millionen. 1,5 haben wir mit unserem Dispo. Okay. Kurz gespeichert, kurz nachgedacht. Das machen wir. Also, wir gehen mal hin. Die Laufzeit, 36 Monate, ist doch genau richtig. Ja, 16.000 an die Bank, 2,2 Millionen eingenommen. Und wir gehen rein und gehen zu unserem Mittelfeldmann und gehen zu unserem Stürmer. Und gehen mal kurz auf die Angebote und haben die drin und sind damit... Happy Camper und nun speichern wir und gewinnen zu Hause gegen Werder Bremen. Oh, 930er Porsche. Im Zweifelsfall. Es war aber jetzt hier nicht so gut. Ecke, komm, dann machen wir einen Ausgleich draus. Schade.
Hat Bremen vielleicht einen guten Tag erwischt? Ist es möglich, dass sie aus 4 Chancen ihre 2 Tore gemacht haben? 5 Chancen, 3 Tore. Und wir aus 3 Chancen keinen. Galaxy am C64, ich weiß nicht. Was war denn das für ein Spiel jetzt? Mal unter uns. Wir waren stärker als die. Sang und klanglos. Sang und klanglos. Und das wäre unser Moment gewesen, wieder auf den 5. Tabellenplatz hochzuspringen. Und was machen wir? Wir vergeigen den komplett. So, alle 3 werden sich nächste Woche für einen neuen Verein entscheiden. Und noch einmal kurz gecheckt, weil normalerweise, wenn man seine schönen Angebote reingemacht hat, kommen jetzt die anderen und hauen die kaputt. Keine Angebote, nichts. Keine Angebote, nichts. Keine Angebote, hervorragend. Gut. Und schönes Werbeangebot, das nehmen wir mit. Und nun auswärts gegen Bayern. Ich hoffe, es wird nicht so teuer. So, NFL-Draft verfolgt. Zufrieden mit den Picks der Raiders. Ich gucke immer mal so ein bisschen. Also ich bin weit davon entfernt, beurteilen zu können, ob diese Picks, ob es da hätte bessere geben können, weil dafür müsste ich die College-Sache viel mehr verfolgen. Deswegen einfach nur. Und ich denke es. Ich mag die Trikots. So, wir führen übrigens gegen Bayern München auswärts. Wieso feiert das eigentlich keiner? Wir führen 1-0 mit 4 Chancen, die wir hatten gegen die Bayern vor 42.500. Und wir haben es über die Zeit gebracht gegen den Tabellenersten. Ja, applaudiert. Herzlichen Dank. Ah. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du meinst, das war das Camp Nou oder war das in Bernabeu? Das war doch aber Marcel Reif, oder? Souverän. Hinspiel 1 und Rückspiel 0-1. So gehört sich das. Schön 2 Auswärtssiege. Reif, genau. Und wir haben ihn dadurch auf die Tabellenspitze kaputt gekloppt. Und wir sind dran, wir sind sowas von dran am internationalen Geschäft. Ich sag's euch, 6 Spieltage vor Schluss, das war ein wichtiger Sieg, sage ich euch. So, jetzt gucken wir mal, jetzt kommt der Ersatztorwart zu uns, dann knallen wir zumindest schon mal nicht auf 20er Torwartstärken runter. Den Buck holen wir uns auch gleich noch. Ja, ich würde mal sagen, wir haben aufgerüstet, oder? Sehe ich auch so. Aber mit einem Schlag mal ein klein wenig Qualität in die Mannschaft geholt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Leute, und wir haben das aber sehr knapp kalkuliert, muss ich sagen. Aber das macht nichts, dafür sind wir bekannt. So, 10, 3, 1, 150 und 80. Wichtig wäre, dass wir auch noch speichern, ist mir aufgefallen. Und dann gehen wir mal hier drauf. Wo ist denn hier? Das ist unser Ersatzmann. Der kriegt für die 4 Jahre 9.000. Weg ist er. Dann haben wir noch gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. War das der? Scherz? Ja, sieht gut aus. Halt das. Der ist schon so alt. Dem gebe ich erstmal nur 2 Jahre. Und dann verlängern wir dem später nochmal um 4. Und der Buck hier unten. Und der ist jung. Der kriegt gleich die vollen 4 Jahre. Sehr gut. Was immer? Eine 83er Mannschaft. Wo wollten wir hin? 85er Mannschaft. Wir kriegen das noch hin. Wir haben uns schon hochgeschafft. Wir haben uns hochgeschafft. Haben deine Erdmännchen eigentlich Namen? Klar, das sind Brad und Danny, wie bei die 2 benannt. Hier hat noch irgendeiner Vertrag unter 3 Monate. Da ist der Gebauer. Ja, der fliegt doch jetzt eh raus. Haben wir noch beschlossen. Kann doch gar nicht schief gehen. Oder? Haben wir den nicht auf dem Markt draußen? Gebauer, da ist er doch. Weg. Komm. Nope. Nope. Ist leicht frustrierend, muss ich sagen. So, und zu Hause nun, weiter geht's. Lord Brad Sinclair und Danny der Wilde, ganz genau so ist es. Es ist groß, ist wirklich groß. Das kann ich mir zur Unterhaltung immer schön angucken. Ist immer gut, wenn man gerade erstarkt ist als Mannschaft. Wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten. Wir sind zu Hause, wir sind eigentlich besser und wir führen nicht. Nein, wir liegen zurück. Ich bin Danny der Wilde mit Sympathis alt. Es ist unfassbar, was die für Zeug erzählt haben. Könnten wir bitte
Ich meine, hier sind wir, ja. Das ist doch mal, Gladbach liegt ein bisschen zurück. Aber können wir bitte, die spielen unentschieden gerade vor uns. Könnten wir bitte gewinnen, um auf diesen fünften Platz wenigstens punktgleich zu kommen und den Schlagdistanz zu Rostock? Das ist nicht zu viel verlangt. Sechs Chancen, die hatten eine. Sieben deutsche Chancen und sie hatten eine. Sie hatten zwei und machen zwei Tore. Ah. Ach Gott, warum? Warum ich? Und was hat 60 gemacht? Hat das Ding noch gedreht zu einem Sieg? Jetzt sind es 4 Punkte. Oh. Da kannst du machen, was du willst vorher. Kannst dir Zeug, Leute kaufen, alles vorbereiten. Und dann... Ah, komm jetzt aber Reutlingen auswärts. Wir sind 17 Punkte stärker. Jetzt ist aber mal Ruhm im Karton. Jetzt wird das Ding aber mal dicht geballert. Es kann nicht sein, der Buck ist ein Weltklasse-Stürmer. Fink ist ein 95er-Spieler. Oswald, da ist er. Das sind alles Leute, die wir neu gekauft haben. Der Oswald schießt erst sein zweites Tor. Fink, hier. Und, sehr gut, 2-0. Guck mal hier, das Spiel ist schon mal. Das Spiel geht schon mal in die richtige Richtung. 6 Chancen, 3 Tore. Es funktioniert doch. Die müssen sich einspielen, ich weiß. Müssen nur, ich bin ja ein ruhiger Fahrer. Ja, Hanse, oh, was ich unglaublich gerne gespielt habe, die Patrizia habe ich gerne gespielt. Die Patrizia hat mir gefallen. Es war ein schönes Spiel. Nur, dass die Kämpfe mit den Schiffen... Wir spielen Port Royal 2. Jetzt weiß ich es. Kriege ich das zum Laufen unter Windows 10? Port Royal 2. Oh, das müssen wir unbedingt spielen. Port Royal 2, die tollen... Ah, das machen wir. So. Was haben wir denn hier jetzt? Die haben wieder verloren von uns. Jetzt guck mal hier. 51, 53, 53. Und diese dumme Heim... Zwei dumme Heimniederlagen hintereinander. 3 dumme Heimniederlagen in den letzten 8 Spielen. Unglaublich. Wir können übrigens nicht mal Meister werden, ich bin geschockt. Und könnten wir bitte mal diese Stümper hier jetzt mal loswerden? Da ist einer. Eintracht Frankfurt. 6. Der ist 1 Million wert. Was haben wir für den bezahlt damals? Wir haben den für 950 gekauft. Ich verkaufe den noch nicht für 600. Wieso ist denn der Buck schon wieder verletzt? Prellung am Knie, die Lusche. Im Saisonfinale. $3,99 auf Stream sollte auch funktionieren. Vielen Dank. Ich habe Port Royal, also als Originalversion. Ich weiß nur nicht, ob es läuft, aber ja, ich könnte. Aber bei Steam steht auch oft dabei, dass es nicht für, also dass es für, was weiß ich, ältere Versionen klappt, aber steht nicht dabei, dass es für Windows 10 geht. Muss ich mir angucken. Aber Port Royal 2 hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, das ging schon mal ganz genau. Ich bin unglücklich, merkt ihr das? Gut, komm. Jetzt gegen den HSV. Kopf frei kriegen. Ich habe nur ein Bueno. Ja, hast recht. Ich guck's. Ich, da. 1-0. Uneinholbar vorne. Jetzt wird es hier aber sehr belesen. Hier, 54, 54, 56. Ich werde wahnsinnig. 3 Spiele noch. Wir haben nach hinten 11 Punkte. Kann gar nichts mehr schief gehen. Wir haben aber die mieseste... Gorilla im Nebel. Servus. Wir haben aber die mieseste Tordifferenz aller Zeiten. Unfassbar. Was haben wir hier noch? Ja, München räumt da weg. Oh, schön. München gegen Pauli ist doch immer eine gute Sache. Und
Oberschenkelzerren. Was sind das denn für Luschen? Also fast so gut wie, guck mal. Wir sind schon ganz oben hier. 6. Platz Bundesliga in der ersten Saison. Jetzt müssen wir artig sein. So ist es. Muss ich doch mal hier, wo mache ich denn das hier alles? Genau. Richtig. Schönartig sein. Ich habe immer mit dem Klicken in den ganzen Fenstern, das ist alles hier viel zu wild. Ich sag euch. Hätte mir einer vor 5 Jahren gesagt, dass ich das mache. Unfassbar. Torschützen bin ich gar nicht gucken, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hatte ich nicht mal geguckt und da war der Brockel irgendwie auf Platz mit 7 Toren, irgendwie knapp da, jetzt hat er 8. Das ist doch mal 10 Spieltage oder 15 Spieltage her. Der Typ trifft kein Scheunentor mehr. Egal, jetzt machen wir Stuttgart auswärts fertig. Ich speichere mal wieder. Pizza Connection 2 habe ich gespielt. Wo ihr mich gerade dran erinnert. Und ich habe mal gespielt, frühes Tor, sehr gut. Mafia habe ich gespielt. Nee, halt, Moment. Nee, das hieß irgendwie, hieß das Mafia? 2:0, jetzt geht's aber vorwärts. Ich glaube schon, das war lustig. Nein, Gangster hieß es. Gangster. Neutron sein, dass du das möglicherweise, ich muss mir die Bilder angucken. Ich lese mir den Chat dann durch und dann gebe ich das ein, um mir Screenshots anzuschauen. Star Trek, aber das sind diese Online-Dinge. Da sind wir. Wir sind punktgleich, alle drei. 57, 57, 57. 15 Punkte nach oben, 11 nach unten. Sensationell, oder? Torodifferenz. Freundchen, das wird ein knappes Nümmelchen. Ein Deluxe-Bon bei Deportivo. Okay, schade, kein... Freunde, 700.000. Die können wir behalten. Dann kloppen wir die beiden doch direkt einfach nochmal raus. Wo ist er? Halfeld da und... Oh, der ist ein 99er-Spieler wieder. Und der Golds mit 79 war schon 32, das wird nicht viel helfen. Star Wars Fallen Jedi, ja. Ja, ich schaue, gucke ich, also das ist, da bin ich ja immer dabei. Ich habe ja auch... Geber kommen natürlich keine Sachen. Ich habe ja auch das hier, also ich bin ja bei DOSBox schon unterwegs durchaus. So, dann gespeichert, kurz noch nach der Werbung geguckt und dann ziehen wir uns. Komm, wir haben jetzt nur noch 2 Spieltage, oder? 2 Spieltage, das müssen wir noch hinkriegen. 25.000, die Leute sind jetzt da, die feuern an, die merken, dass es um was geht, das ist wichtig. Die ganze Region fiebert mit. Könnten wir bitte ein Tor schießen gegen Unterhaching? Das hatten wir doch in der Hinrunde schon. Oh, und die gelb-rote Karte. Bitte mach den rein. Da sind wir. Es wird klappen. Da sind wir wieder. Es wird klappen, auf jeden Fall. Kann gar nichts schief gehen. Oh Mann, könnt ihr bitte mal aufhören, Chancen zu kriegen? Es ist unverdient, ich weiß, mir aber wurscht. Ihr macht kein Tor mehr, hör auf jetzt. Meine Fresse. Aber jedes Hinspiel gegen die Spielvereinigung. Meine Güte. 1-2-2-1, aber das hätte blutig enden können. Rostock, da haben sie geschwächt. Die hatten aber jetzt böse 8 Spiele. Und das heißt, uns langt ein Unentschieden, solange die nicht zu hoch gewinnen. Darauf sollten wir uns nicht verlassen, würde ich sagen. So, wir haben ein bisschen Geld verdient, das ist gut. Nein, wir spielen nicht gegen St. Pauli. Das geht ja sogar noch.
Das hätte viel schlimmer kommen können. Dann speichern wir mal. Und jetzt, Freunde, müssen wir uns kurz angucken, gegen wen spielen denn Rostock und 1860? Spielen die vielleicht gegeneinander? Leider nicht. 60 spielt bei 20 Grad gegen Hamburger SV. Rostock spielt gegen Haching. Mist. Ob der Hamburger SV irgendwas bringen wird? Wir probieren es einfach mal. Ich würde sagen, wir gewinnen einfach und dann ist mir der Rest auch völlig wurscht. Was wäre dein letztes Lego oder sonst was Set? Ich wäre immer noch bei der Ninjago City. Das Tor nach Europa ist weit offen und zwar weit offen. Da sind wir. Ah. Und ist das der dritte Elfmeter, den der hält, diese. Ah, da sind wir wieder. Zurück. Da sind wir. Wir fahren nach, wo auch immer das Finale dieses nächsten Jahr. 3-1, das Ding ist gelaufen. Freunde, wir sind europäisch nächstes Jahr. 4-1, jetzt wird es teuer. Wir spielen europäisch und zwar vom Feinsten. 60 hat gewonnen und Rostock hat gewonnen. Das Ding war ein Pflichtsieg und das haben wir aber mal souverän gemacht. Und wir haben mit 3 Toren Abstand gewonnen. Hätten wir unentschieden gespielt, hätten wir nur plus 12 gehabt und wir wären knallhart noch im letzten Moment abgefangen worden. Aber so sind wir ein souveräner. Ja, ich weiß, war eine rhetorische Frage. Ah, jetzt lassen wir es richtig krachen. Ganz genau so ist es. Ha, Fünfter. Eine Freude, das jetzt so ist es. Dortmund Meister, Pokalsieger macht. Oh, die jungen Freunde aus Pauli. Schön. Und entscheide dich mal für einen neuen Verein, aber ich glaube, dich will keiner. Immer noch nicht. Und Gebauer, Halfeld, bin nicht sicher. Gebauer, krasse Nummer. 450.000. Bayern München Amateure. Ja, tausende Abfindung kriegt er weg. Jetzt für 880. Ganz ehrlich, ich finde, es ist für einen 61er 25 Jahre eigentlich zu wenig. Ein Stürmer, Top-Stürmer möchte ich sagen. Aber wir brauchen das Geld, gell? Aber dann geht er nach Reutlingen, die bieten mehr Geld. Ja, dann hat er gratis bei uns sozusagen gespielt. Keine Leistungssteuerung, kein Ding im. Es ist ja unglaublich. Rigueiras Vertrag läuft in einem Monat ab. Ja, entschuldige mal, was ist denn da los? Kann ja gar nicht, das kann ja gar nicht sein. So, wir haben ein paar Spieler verkauft. Gebauer. Und unser Torwart hat wieder kein Angebot gekriegt. Ist das die Möglichkeit? Der ist auch so gut, 24. Und halt, wo sind die Verträge? Wo ist der Rigueira? 24. Ja, wieso hat der denn 60.000? Was ist denn mit dir los? Ja, aber souverän auf 34 mal für ein Jahr zurück. Sag mal, 60.000. Machst du auch für 49? Nö. Ja, dann halt nicht. So, Tardelli haben wir. Das sind jetzt diese ersten Verträge, die wir gemacht haben, die dann nach hinten gelaufen sind. Und jetzt wollen sie natürlich für die Entbehrungen der ersten Jahre möglicherweise den gerechten Lohn haben. La, 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 ist mir doch egal. Das ist zu teuer, Freunde. Ich wollte eigentlich irgendwie ins Plus demnächst. Den Duffy, den verkaufen wir bald. Minecraft ist Liebe. Ja. Den Duffy verkaufen wir bald. Ich bin mir ziemlich sicher. Weil er nur 72 stark ist und er Platz macht für so jemanden wie Diarra zum Beispiel. Wieso bekomme ich ja eigentlich nichts mehr angezeigt? Das würde mich nochmal interessieren. Diarra, okay, jetzt kommen sie. Klicke ich die ganze Zeit weg, weil ich doof bin? Was haben wir hier noch? Das Geld haben wir nicht, gell? Egal. Dafür, dass ein Bankupdate ist, ist das definitiv zu teuer. Aber wir können einen schönen Duffy verkaufen. Und es war ja ein Brite. Und dann sind wir wieder auf 3 Ausländer runter und haben wesentlich mehr Möglichkeiten, uns zu bewegen. Und wir haben sogar ein bisschen Geld noch auf der Kante. Es ist aber Saisonende und das ist gefährlich. Erst müssen wir speichern, checken. 130 nehmen wir mit, was soll's.
40 nehmen wir auch mit. Wie sieht es denn auf der Bank aus? Oh, da haben wir schon wieder 1 Million zurückgezahlt. Ja gut, das kann ja so nicht sein. Wir müssen immer auf Press überall stehen. So, und jetzt haben wir auch Geld für den Abwehrspieler. Komm mal her, hier, du Knecht. 1,8, das kommt rein und den verkaufen wir und den verkaufen wir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade noch in den Start der neuen Saison. Also wir müssen ja gucken, ob wir überlebt haben, wie viel Steuern wir zahlen müssen. Und dann, glaube ich, haue ich meinen Sack für heute, oder? Ich glaube, ich war irgendwie 6 Stunden online heute. Ich glaube, das haben wir, da haben wir dann auch alle gut überstanden. Ah, ganz wichtig ist, wir müssen auf jeden Fall in den Einstellungen jetzt schon den UEFA Cup aktivieren. Damit wir bei der Auslosung dabei sind. Das ist doch wichtig. Und... Ah, oder? Da sind wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir, mit Bayern München. Zack, der FSV. Im 4. Jahr. Ich bin sehr zufrieden. Finde ich auch schön. Ah ja, wahrscheinlich. So, da werden wir jetzt gelost. Ah, es dauert ziemlich lang. Wollen wir die Spannung halten? Wollen wir die Spannung? Bayern München gegen... Da drin. Und aber wo kommen wir? Das ist das Wichtige. Da. Steaua Bukarest. Ich würde sagen, das ist machbar, Herr Nachbar, oder? Was meint ihr? Keine Informationen verfügbar. Ja, aber da steht doch dann sonst immer so, ja, mittelgut. Wieso steht da nichts? Da stand doch sonst immer mittelgut oder sowas. Egal, das steht dann, bevor wir gegen die spielen. Aha! Das ist aber viel. Das Internet rennt wie die 1, heute Nachmittag schon, als ich nochmal gestreamt habe. Es läuft ohne Ruckeln, ohne irgendwas, geht wie die 1 hoch. Wir haben jetzt schon wieder 1,6 Gig hochgeladen, läuft alles. Wollen wir ein bisschen was hier, kurze, wir sind 176 ehrliche Zuschauer im Stream. Wollen wir jetzt nochmal schön die Steuer versuchen, nochmal hier zum Gehen, kurz? Also kurz? Könnte was helfen, möglicherweise. Nein. Nein, hinterziehen, nee, mach den Hoeneß, klar, nicht. Also ich würde sagen, wir sind bei mir, nee. So. So, ja, das Problem ist ein bisschen die Verzögerung im Chat, aber wir müssen mal gucken, aber ich glaube, wir sind in eine ehrliche Haut. Und vor allem kam noch nicht der Ring für nicht ganz legale Angelegenheiten und hat um eine Spende gebettelt. So, und hier geht es gegen die Werder Bremen Amateure. Das wird ja wohl hoffentlich zu schaffen sein gegen diese Spitzenmannschaft. Und jetzt gucken wir mal. Steaua Bukarest, erste Runde, und Werder Bremen Amateure schaffen, oder? Kriegen wir hin. Kein Angebot. 900.000 Dispo, 3,5 Millionen. So sehe ich das gern. 2,3 Kasse plus 900.000 Dispo. Wir können im ganz großen Stil einkaufen gehen. Und wir mussten leider letzte Saison die 500.000 zahlen an Prämien, weil wir halt den 5. Platz gebunkert haben, aber dafür sind wir halt auch im ganz großen Geschäft dabei. Und wen haben wir gekauft? Diarra haben wir gekauft. Ein 90er Abwehrspieler. Ist jetzt die große Frage, warum er nicht spielt, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt setzen wir noch den Duffy wieder raus und den setzen wir raus. Und dann sind wir doch eigentlich, gut dabei, oder? Was? Jetzt habe ich hier den Chat verrutscht. Wo ist meine, das ist immer das Problem, weil das sieht, was meine Voransicht für euer Stream sieht, ja genauso aus wie das Fenster, in dem ich spiele. Ich verwechsel die gerne. Was macht ihr da? Thank you, Lieutenant. Tax Evasion, ja, Steuerhinterziehung, ja, genau, richtig. Anyway,
Ja, genau. Live long and prosper, macht das. Ich nehme mich jetzt auch. Ich bin hier eigentlich sehr zufrieden, oder? Sind wir sehr zufrieden? Ich finde, das Einzige, was ich möchte, ist, ich möchte die 8 Millionen loswerden, die Schulden, und möchte einen Puffer aufbauen und möchte anfangen, die Immobilien zu kaufen, die man hier in der Bank ja auch besorgen kann. Denn die bringen dann mit der Zeit ernsthaft gute Rendite. Und das ist wichtig. Dann kann man auch noch was für 2,5% aufs Sparbuch legen, aufs Tagesgeld. Das war auch eine lustige Zeit, als das ging. Aber das sollten wir auf jeden Fall machen. Und dann gucken wir hier mal im Transfermarkt, was wir demnächst machen können. Aber leider sind wir viel zu gut, um dann auch einzukaufen, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir sind internationale Spitzenmannschaft. Was soll ich sagen? Much love to Colorado. Ja, ich komme vorbei in Colorado. Das ist, es geht gar nicht, es geht gar nicht anders. Ich muss dahin und das relativ bald. So, wir haben gespeichert, wir waren glücklich. Es freut mich, wenn ihr unterhalten wart. Kommt gerne mal wieder vorbei, auf jeden Fall. Und wir spielen lustige Dinge. Ich habe viele Spiele noch im Kopf, die muss ich hin und wieder hier mal am Rechner bewegen und dann haue ich sie ins OBS und dann guckt ihr einfach mit, wenn ihr wollt. Und unterhaltet euch nebenher ein bisschen. Ich muss mir diesen Chat nochmal durchlesen, denn irgendwo können wir Rennen fahren und da muss ich auch mal mit. Ne? Finde ich auch. Genau. Also, tolle Zeit für euch. Startet gut in die Woche, macht schöne Dinge, wisst ihr ja. Denkt an was Nettes und habt nette Leute um euch. So soll es sein. Ne? Dann nochmal, genau, Gorilla, nochmal vielen Dank fürs Vorbeischauen. Es war ein Fest und seid lieb zueinander. Bis bald. Ciao.